Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der My Little Box aus dem Monat März. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Findige und aufmerksame Menschen haben bereits entdeckt, dass es sich hier um eine Tasche diesen Monat handelt und nicht um eine Box, beziehungsweise, ja gut, wir haben den Karton außen drum zu. Und das ist halt tatsächlich auch so, dass die My Little Box manchmal in einem wirklich, ja, in einer Tasche kommt, manchmal in einem Karton, manchmal in einer Schachtel. Ne, das ist total cool. Und das, ja, gibt kein festes Format und so. Ich bin wirklich gespannt, was wir hier jetzt in der Box drin finden werden, denn das soll die Highlight-Box sein. Wir haben 5 Beauty-Produkte nämlich hier drin. Also normalerweise ist es so, dass uns die My Little Box jeden Monat überrascht mit einer Story, mit 2 Accessoires, so Trend-Accessoires, Lifestyle-Produkten, ne? Und 3 Beauty-Produkten. Und dieses Mal sollen wirklich auch die Lifestyle-Produkte oder die Accessoires wirklich rein beauty-technisch orientiert sein. Und da bin ich auch sehr gespannt, was wir dann finden werden. Und es sind nochmal ein paar mehr Skincare-Produkte hier mit drin enthalten. Dafür eine etwas kleinere Geschichte, aber dafür halt mehr. Und das finde ich immer ziemlich cool, weil dann kannst du dich durch mehr Produkte durchtesten, ne? Ja, ich habe eine Kooperation mit der My Little Box und ihr könnt mit Little Claudi 5 Euro auf eure erste Box sparen. Dann zahlt ihr 13,50 Euro anstatt 18,50 Euro pro Box. Die Box erscheint monatlich. Juli und August ist immer zusammengefasst, ne? Weil ja in Frankreich dann die großen Ferien sind und dementsprechend machen die dann dicht, also alle 4. quasi, haben dann zu und dann ist das zusammengefasst. Reingucken, Leute. Ich finde die Box immer total süß und aufregend, deswegen, ne, freue ich mich da jeden Monat aufs Neue drauf. Ich kann auch eine Box verlosen. Mensch, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. So, ich entferne mal hier das Täschchen. Das habt ihr ja auch im Thumbnail gesehen. So, wirklich, wirklich schön. Ich weiß gar nicht, war das nicht letzten Monat, dass wir halt diese Abschminktücher mit diesem Waffelmuster hatten? Ich weiß es nicht. Ich habe die jetzt gerade nämlich erst aus der Wäsche rausgeholt. War das in der My Little Box drin? Denn ich packe die ein oder andere Beauty Box hier auf diesem Kanal aus, ne? Also wenn du Bock hast, folgt mir sehr gerne, abonniere mich sehr gerne, wenn du kein Unboxing verpassen möchtest. Das musste ich nämlich eben direkt so, ne? Weil gestern habe ich da eins von verwendet. Genau. Das ist halt so eine schöne Tasche, die halt einfach auch schon direkt ihren Wert hätte, ne? Theoretisch. Und hier haben wir dann die Skincare Heroes. My Little Box mit Kiehl's, Biotherm und Lancôme. Und das war auch schon angeteasert gewesen in der letzten Box. Und das finde ich halt auch so genial, dass die diese Umkartons immer nutzen, um das quasi ja auch irgendwie als Heftchen, wo drin steht, was drin ist, zu verwenden. Und das finde ich einfach toll. Also, jo, weiße Schrift auf aprikofarbenem Hintergrund, das muss ich ein bisschen näher ranholen. Welcher Trend ändert sich nie? Schöne Haut. Wir bringen Licht in den Skincare-Dschungel und präsentieren dir diesen Monat unsere perfekte Premium-Routine für den Übergang vom Winter zum Frühling. Aber nicht nur das. Entdecke mit uns gemeinsam erprobte Geheimnisse schöner Haut, effektive Superingredienzen, erlerne eine Massagetechnik und werde selbst zur Skincare-Expertin. Ready to glow, deine Expertenroutine en Detail. Also hier hast du dann nochmal die Skincare-Routine, die kannst du als QR-Code abscannen. Das finde ich auch schön. Hier sind die einzelnen Produkte aufgeführt und dann halt auch in welchem Step das ist. My Little Skincare Academy, dann ist hier was mit Calendula erklärt, also die Ringelblume, Calendula Officinalis. Ich habe Timestamps, falls dich gerade das nicht interessiert, kannst du etwas weiter hüpfen. Auch als Ringelblume bekannt ist diese traditionelle Heilpflanze ein wahrer Skincare Hero. Die hochwirksamen Komponenten der Calendula-Blüte haben einen antioxidativen Schutzeffekt und wirken nachweislich entzündungshemmend, nährend und schützend auf Haut und Haar. Dann gibt es noch Live Plankton. Das werden wir sicherlich im Live Plankton Elixier finden. Thermalplankton ist ein Mikroorganismus, der ursprünglich in den Thermalquellen der französischen Pyrenäen gefunden und mittels Biotechnologie nutzbar gemacht wurde. Er verbessert nachweislich die Zellerneuerung der Haut und regeneriert die Hautstruktur. Und dann natürlich noch unser Freund, die Hyaluronsäure. Ein natürlicher Feuchtigkeitsbooster, der bis zu 6 Liter Wasser pro Gramm binden kann. Das macht ihn zum optimalen Feuchtigkeitsspeicher, der nicht nur die Elastizität deiner Haut verbessert, sondern auch die Hautbarriere stärken kann. Schöne Geschichte. Und dann würde ich mal sagen,
nicht lang schnacken, sagte sie und hatte ein 6-Minuten-Intro gemacht. Läuft. Vielleicht kommt der ein oder andere Schnitt noch dazu. Ja. Schauen wir hier mal hinein und hier haben wir dann auch die Produkte drin. Ich hole sie wirklich nach dem Step einfach mal entsprechend raus. Das hier hatte ich auch schon mal verwendet. Das ist von Kiehl's, das Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Und da sind 30 Milliliter drin enthalten. Ein wirklich angenehmes Produkt, was für meine sehr sensible Haut auch gut geeignet war. Das hat meine Haut auch schön beruhigt. Ich mache hier Double Cleansing, sodass ich dann erst mit einem Make-up Balm, also Reinigungsbalm, zum Beispiel The Calm Balm von Lipoda, mein Make-up runternehme. Also schon mal ne, aufbreche und so. Und dann unter der Dusche gebe ich mir nochmal ein, sowas drüber, halt so ein Reinigungsgel oder einen Schaum oder so und reinige damit wirklich mein Gesicht nochmal intensiv. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also ich hatte keine gereizte Haut oder sonst irgendwas. Es war echt schön. Also da muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Ja, ne? Ja, ja, ja. Und dann gucken wir uns das nächste an. Das ist auch mit Calendula. Das ist ein Herbal, also Kiehl's Calendula Herbal Extract Toner, alkoholfrei. 40 Milliliter sind hier drin enthalten. Für normale bis ölige Hauttypen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für meinen Hauttyp mit trockener, sensibler Haut geeignet ist. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier haben wir wirklich Blüten von der Ringelblume drin. Das finde ich total fancy, finde ich super aufregend. Ein Toner ist auch eine ganz angenehme Geschichte. Zum einen ist es hautberuhigend, mit der Calendula auch eine ganz gute Sache. Und ein Toner bereitet die gereinigte Haut darauf vor, dass die nachfolgende Pflege kommt und befähigt die Haut quasi, die nachfolgenden Wirkstoffe auch besser aufnehmen zu können und nicht zu irritiert zu sein. Man muss sich das auch so ein bisschen so vorstellen, dass ein Toner so ein kleiner Chiller ist, der der Haut sagt, hey, ist jetzt alles ein bisschen aufregend gewesen. Aber wir beide, wir schaffen das. Gleich kommt noch eine ordentliche Portion Liebe auf dich zu. Erschreck dich nicht. Ich bin schon mal da, ne? Gleich kommen meine Freunde, dann wird nochmal richtig heftig. So in der Art kann man sich einen Toner vorstellen. Also das auf jeden Fall. Noch ein Produkt von Kiehl's. Das finde ich ganz interessant und auch ganz schön. Dann kann man mal ausprobieren, ob das halt auch, ob man das so verträgt. Aber ich gehe davon aus, weil Ringelblume ist ja eigentlich auch eine ganz entspannte Geschichte. Dann haben wir die gezielte Pflege steht hier. Das ist von Lancôme, das Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse, ein Youth Activating Concentrate mit 7 Millilitern. Das ist eine kleine Größe und ich packe ja auch so ab, ja, September sage ich jetzt mal ganz locker, Adventskalender aus und das haben wir ständig in Adventskalendern drin. Und das haben wir nicht nur drin, weil das wirklich ein Produkt ist, was auch toll in einem Adventskalender aufgehoben ist von der Größe her, sondern weil das auch ein wirklich beliebtes und gutes Produkt ist. Auch das habe ich auch das ein oder andere Mal angewendet und muss sagen, dass meiner Haut das auch gefallen hat. Also mag ich gerne leiden und ja, das ist halt ein Produkt, womit du die Jugendlichkeit deiner Haut aktivierst und halt dementsprechend gegen erste Hautalterungsanzeichen und so wirken kannst. Dann kommen wir zum vierten Produkt, da haben wir das Massieren. Und dieses Produkt, ne, dieses Youth Activating Concentrate, ist auch so ein bisschen ölig noch mit dabei. Und das lässt sich halt super einmassieren mit Drück auf die Pause. Das ist so ein Stein, ein Massagepilz aus Jade. Das ist mal was anderes als diese klassischen Jade-Roller, die wir jetzt schon öfters drin hatten, oder diese Gua Sha-Steine oder so. Das ist mal was anderes. Dieser Magic Mushroom 2.0, das ist mit einem Augenzwinkern zu sehen, immer was hier draufsteht, ne? Öffnet das gesamte Portal zu deiner Deluxe Me-Time. Er entspannt dein Gesicht, mindert Fältchen um die Augen und wirkt dank der berühmten Jade-Eigenschaften entzündungshemmend und beruhigend. Am besten zusammen mit einer Creme oder Serum. Ich sag immer, bei sowas muss er halt auch dran glauben. Ne? Also definitiv. Und das ist natürlich wie so ein kleiner Hot-Button aufgebaut, was ich echt niedlich finde. Und das ist halt auch von der My Little Box selber. Es ist recht schwer, passt auch wundervoll zu meinem Pulli gerade. Mensch. Die Nummer 5 ist die Pflege. Ist das das? Nein. Das hier ist das. Biotherm Aquasource Hyalu Plump Gel. Ein Hyaluronsäure und Live-Plankton Probiotic Fraction Produkt für normale bis Mischhaut Moisturizing Gel. Ja, wie viel sind das? 20 Milliliter. Wird für mich leider zu wenig sein, weil ich brauche wirklich derbe Feuchtigkeit. Ja, aber das habe ich so noch nirgendwo irgendwie gesehen, muss ich gestehen. Wenn, dann wäre das ein Produkt, was ich morgens anwenden würde, bevor ich einen reichhaltigen Sonnenschutz zum Beispiel verwende. Weil das gehört eigentlich für mich auch noch in eine Skincare-Routine mit rein. Und als letztes haben wir den krönenden Abschluss.
Ja, das ist von Biotherm eine Lippenbutter, Hydrating Lip Balm mit 13 Millilitern. Das ist natürlich witzig, dass die Lippenbutter mehr Inhalt hat als das Serum, was wir hier mit bei haben. Beruhigend und weichzeichnend soll die sein. Ich persönlich bin kein Fan von Tübchen. Lippenpflege, muss ich gestehen. Ich bin eher so ein Fan von einem Stick oder mit einem Lipgloss-Applikator oder so, dass man halt so ein Lippenöl hat. Ne? Ja, aber gut, das ist jetzt hier auch mit drin enthalten. Und da haben wir einmal die Rundumpflege durch. Ne? Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, tatsächlich 5 Beauty-Produkte hier drin, also Pflegeprodukte. Dann haben wir diese beiden Lifestyle-Artikel und ich finde es einfach wirklich cool gestaltet. Dann haben wir hier auch noch eine Anleitung, Massage How-To. Oh, hier ist noch mehr mit dabei, Leute. Wie man quasi den Pilz verwendet und dein Ticket in den My Little Skincare Heaven, 10% Rabatt auf alle von Biotherm Kiehl's und Lancôme, auf alle Produkte von Biotherm Kiehl's und Lancôme auf flaconi.de. Das ist auch cool. Und dann wäre es das hier gewesen. Also, ich finde es schön. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Fände ich ganz interessant mal zu lesen. Ja, und dann, wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!